Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 2.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da sehen wir, wir haben neue Outfits. Die Schlangengrube, Sturmschlag, Wise und noch eine. Und auf der rechten Seite haben wir den 8-Bit-Beat als Hintergrundmusik für die Lobby. Jo, und dann fangen wir doch einfach mal hier unten mit dem Tropenschnitt an. Ziemlich coole Picke. Für 500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 7 von 10. Das ist der Werkzeugeffekt. Ja, und hat hier ein Voting von 3,35 von 5 bei 17 Votes. Am 13. März 2019 ist er erstmal drin gewesen. 9 Mal seitdem, 23 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor genau 30 Tagen. Dann machen wir weiter, hier mit dem gekonnt, für 500 V-Bucks, mega geil das Teil, kriegt von mir 10 von 10. Der Slick hat hier ein Voting von 4,15 von 5 bei 47 Votes am 11. Februar 2019, ist erstmal drin gewesen, 7 Mal seitdem, 80 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 20 Tagen. Dann haben wir den Billy Bounce, für mich persönlich, 500 V-Bucks, der geilste Emote des ganzen Spiels, kriegt definitiv von mir 10 von 10. Und Billy Bounce hat hier ein Voting von 4,77 von 5 bei 56 Votes am 27. Mai 2019, das ist mal drin gewesen, 6 Mal seitdem, 248 wie meiner, das letzte Mal im Shop vor 15 Tagen. Kommen wir zu dem 8-Bit-Beat. Abspielen und dir den Highscore holen. Ja, es erinnert mich an die alten Amiga, Atari, C64 Zeiten. Mein lieber Scholli, 8-Bit-Beat kriegt von mir 7 von 10. Oh, da kommt was anderes noch. Wie geil. Dö. Dö, 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 dö. Wie cool! Kommt noch was anderes? Ne, jetzt sind wir wieder am Anfang. Alles klar, also 7 von 10 finde ich einfach nur lustig und cool. So, dann hätten wir hier momentan, glaube ich, gar kein Voting für das Teil. Nö. Hat keinen Vote für abgegeben, auch bis jetzt nur ein einziger Reminder. Jo, dann würde ich mal sagen, dann geht's gleich weiter zu dem Flatterhaft. Auf jeden Fall cool. Für 500 V-Bucks kriegt auch von mir 8 von 10, 9 von 10. So, Flapper hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 20 Votes am 8. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. 13 Mal seitdem, 81 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 27 Tagen.
Dann haben wir die Schattenagentin Shadow Ops mit diesen zwei Styles für 1500 V-Bucks. Ja, ich finde die in der normalen klassischen Variante besser. Aber trotzdem ziemlich cool, kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10 Shadow Ops. Und Shadow Ops hat hier ein Voting von 4,18 von 5 bei 101 Votes. Am 15. Dezember 2017 ist erstmal drin gewesen. 35 Mal seitdem, 97 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 18 Tagen. Ist auch noch nicht so lange her. Jo. Aber hier Vorahnung. Ich bin gerade ein klein wenig irritiert. So, also, jetzt die Rote Ritterin. Mega geil. Für 2000 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10. Der Ultra-Klassiker. Jo, das Teil hat hier ein Voting von 4,28 von 5. Bei 243 Votes. Am 15. Dezember 2017 ist erstmal drin gewesen. 21 Mal, seitdem 318 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 48 Tagen, am 15. August. Dann haben wir hier die Karmesin-Hacke. Die Crimson Axe kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,61 von 5 bei 36 Votes. Am 16. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. 14 Mal, seitdem 24 Reminders. Jo. Dann haben wir hier als nächstes den Home Run. Finde ich persönlich nicht wirklich toll. Kriegt von mir auch nur 2 von 10 für 500 V-Bucks. Das Teil hat hier ein Voting von 2,8 von 5 bei 5 Votes. Am 28. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem, 2 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 85 Tagen am 9. Juli. Fastball, die sieht richtig cool aus, kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10, Fastball, hat hier ein Voting von 3,98 von 5 bei 50 Votes am 28. März 2019, das ist erstmal drin gewesen, 7 Mal seitdem, 67 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 85 Tagen auch. So, dann haben wir hier den Schlagmann, auch der ist mega cool, mega geil, kriegt auch von mir 7 von 10 und hat hier ein Voting von... Das ist Lager, hat hier ein Voting von 3,12 von 5 bei 17 Votes am 28. März 2019. Das heißt, man drin gewesen 4 Mal, 6 Reminders, auch vor 85 Tagen das letzte Mal im Shop. Dann haben wir diesen durchschlagenden Erfolg. Ja, Baseballschläge mit Pokal dran. Kriegt auf jeden Fall von mir 6 von 10. Und hat hier ein Voting von, das ist der Grand Slammer, 3,22 von 5 bei 9 Votes am 28. März 2019. Das ist mal drin gewesen, 4 Mal seitdem, 3 Reminders. Dann sind wir auch mit diesem Set schon durch. Dann kommen wir zu den neuen Outfits von heute. Das ist einmal der Sturmschlag für 800 V-Bucks, erbarmungslos. Dann haben wir den Wise für 800 V-Bucks, wild. Dann haben wir den Knockout, präzise. Und wir haben die Schlangengrube. Die klassischen No-Skins stecken dahinter, hinter den Masken. Das kann man ganz gut erkennen. Jo, ich würde mal sagen, fangen wir mal mit dem hier an. Dem gebe ich ein Voting von 7 von 10. Wise kriegt von mir auch 7 von 10. Knockout kriegt von mir 6 von 10 und Schlangengrube kriegt von mir 5 von 10. So, dann schauen wir doch mal hier in die aktuellen. By the way, hab hier von dem, das müsste der Wise sein, von dem auch ein Gameplay. Jetzt rechts oben in der Ecke verlinkt. Jo, jetzt schauen wir doch mal in die Noten rein. Machen wir mal die Noten. Und da haben wir momentan aktuell tatsächlich noch keinen einzigen Vote. Weder für den einen noch für den anderen. Bis jetzt nur der Snake Pit, die Schlangengrube hat einen Reminder. Alle anderen bis jetzt noch gar nichts.
Ja, wenn euch... Nein, halt, stopp, 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 stopp. Ich muss ja noch den Shop benoten. Und da würde ich mal sagen, ja, lass mal schmecken. Wie sah es denn überhaupt jetzt hier im Shop genau aus nochmal? Wir haben zum einen Billy Bounce, mein Lieblings-Emote. Gekonnt ist geil, Flatterhaft ist geil, Shadow Ops ist geil, Tropenschnitt okay, Roter Ritter geil, hier diese Baseball-Skins geil, auch die neuen sind ganz gut. Ey, ich muss dem ein Love It geben. Ich muss dem ein Love It geben. Ist auf jeden Fall ein mega cooler Shop heute. Da haben wir hier 1570, muss ich mal gucken, ist es auch eingeblendet, genau, 1570 Votes für Love It, 983 It's Meh und 1611 Hate It's. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal wieder einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, mein Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.